So, halli, hallöchen zusammen, Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir machen heute weiter mit den Drachen von DreamWorks How to Train Your Dragon Live Spectacular. Unser Kronkelchen Fleischklöpschen haben wir ja schon im ersten Video ausgepackt und ihr seht, hier stehen noch drei verpackte Figuren. Ich habe noch in keinen einzigen Karton reingeschaut und ich würde sagen, ich arbeite mich einfach von oben nach unten. Das heißt, ich werde heute mal das oberste Päckchen hier öffnen. Und dann bin ich selber mal wirklich gespannt, welche Figur wir hier drin finden werden. Denn insgesamt gibt es nur vier Figuren. Es gibt hier unser Fleischklöpfchen, es gibt Hakenzahn, Sturmpfeil und natürlich ohne Zahn. Und welcher Drache sich in welcher Kiste befindet, ich habe keine Ahnung. Also, dann lasst uns hier mal anfangen. Wie schon gesagt, ich beginne mit dem obersten Paket. Yo, Fleischklöpfchen, yo, Fleischklöpfchen, yo! Unser Fleischklöpfchen ist mindestens genauso aufgeregt wie ich, denn, ha, ich hatte Glück. Von zollamtlicher Behandlung befreit. Ja, ich hatte Glück und bin um den Zoll herumgekommen, denn alle vier Figuren kamen direkt aus USA. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Okay, also das ist noch überall, boah, ja, zugeklebt. Was brauche ich da, was brauche ich da, was brauche ich da? Mich, 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 mich. Mich, 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 mich. Wer ist mich, 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 mich? Mich. Hey, Cuttermesserchen. Ho, ho, ho. Hey, Kati, Kati, Kati. Bist gut reingerutscht in 2015? Was? Nein, 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 nein! Ja, 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 ja! Also was jetzt? Nein, nein, nein oder ja, ja, ja? Bist gut reingerutscht? Nein, ich bin gut reingeschnitten! Hahaha, Gatti! Gatti! Du bist ja ein Scherzkeks! Nein, ein Scherzmesserchen! Kathi? 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 Also, Moment, schnell! Cuttermesserchen! So schnittig wie eh und je. Also, da lasst uns mal in diese Kiste hier reinschauen. Was haben wir denn hier drin? Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, doch, doch, doch. Leute, das sieht mir doch schwer nach Sturmpfeil aus. Dem tödlichen Natter. Schaut's euch an. Gut verpackt. Luftsäckchen und Luftpolsterfolie. Und hier haben wir'n. Boah, was ein Hammerteil. Okay, Karton auf die Seite. Also, hier haben wir Sturmpfeilchen. Boah, das ist hammermäßig bemalt. Schaut's euch an. Die Beine sind hier nach hinten, als ob sie gerade fliegen würde. Das sieht ja richtig klasse aus. Auch die Stacheln, ne, alle hier zu sehen. Hier natürlich auch das Schildchen, wie bei all diesen Drachen dran. DreamWorks How to Train Your Dragon Live Spectacular. Aber das werde ich hier jetzt nochmal kurz wegschneiden. Dann schauen wir uns Sturmpfeilchen in aller Ruhe an. Wow, Hammerdrache und Hammerfigur. Ja, aber was mache ich jetzt mit dem Schildchen? Wie kriege ich das hier bloß los? Ja, Cuttermesserchen ist auf Zack. Das wusste ich doch. Also, hier haben wir nochmal diesen Anhänger hier nochmal schön zum Angucken. So sieht es aus. Und die Rückseite ist hier total verklebt. Was? Deadly Nutter Plastic Toy. Also tödlicher Nutter Plastikspielzeug. Okay, kommen wir jetzt aber wirklich zu Sturmpfeil. Ja, die Beine, seht ihr ja schon, sind beweglich. Ihr könnt sie nach vorne und nach hinten drehen. Mache ich mit dem Bein hier genauso. Mal gucken, ob sie steht. Geht es irgendwie, wenn ich die Beine so einigermaßen hindrehe? Okay, ja, sie steht tatsächlich. Ja, schaut's euch an, ne? Und die Bemalung ist wirklich spektakulär, kann man anders gar nicht sagen. Also ich finde es mit eine der schönsten Natterfiguren, die ich bisher in diesem Plastikbereich gesehen habe. Also definitiv, denn wie schon gesagt, also die Figuren, die lohnen sich wirklich. Ja, klasse.
Und falls ihr euch wundert, dass die Flügel hier eine unterschiedliche Stellung haben, das ist tatsächlich beabsichtigt. Boah, schaut euch die ganzen Stacheln hier am Schwanz an. Ist das der Burner? Und richtig schön bunt bemalt, so wie es sein muss. Also wie schon gesagt, ne, die Flügelstellung ist tatsächlich so gewollt. Zumindest habe ich noch keine andere Figur gesehen. Ja? Und ihr seht schon, der Flügel ist auch absichtlich so angebracht. Ne? Der ist mehr nach hinten gewinkelt, wohingegen dieser ein bisschen mehr nach vorne geht. Also hier sehr schön zu sehen. Ja, dann schauen wir uns mal den Kopf hier an. Also aufwendig bemalt, schaut es euch an. Der Grund von Sturmpfeilchen wurde in diesem Hellblau gegossen. Ihr seht es auch hier in diesen Beinen. Dann ist man hier am Bauch mit diesem Gelb entlang gegangen. Ne? Hier hinten am Schweif wird es wieder normal. Dann oben mit diesem Blau. Und in der Mitte seht ihr ja, ist so ein grüner Streifen. Also Gelb, Grün, Hellblau und Dunkelblau. Fast schon Violett, wie man hier schön sieht. Ob das Grün jetzt extra gesprüht wurde oder ob sich das tatsächlich aus dem Farbverlauf zwischen diesem Dunkelblau und Gelb ergab, kann ich euch so nicht genau sagen. Auf jeden Fall hat man die Augen hier, wenn auch ein bisschen verschmiert, doch wirklich detailliert bemalt. Der Augenrand ist orange, das Auge selbst gelb und die Pupille senkrecht und schwarz. Und schaut euch die großen Nasenlöcher an, auch die Zähne hier. Nicht ganz weiß bemalt, sondern eher mit einer Cremefarbe. Und ihr seht hier wirklich jeden einzelnen Zahn. Das ist natürlich klasse. Was er allerdings nicht hat, unser Natter, sind die extrem herausstehenden Zähne. Diesen typischen Unterbiss. Und man sieht hier noch ein bisschen das Zahnfleisch, aber das hat man auch blau gelassen. Ich finde, da hätte man ruhig ein bisschen so Hautfarbe drüber malen können, beziehungsweise dieses Rostbraun, das wir auch hier an diesen Flügelspitzen sehen, das hätte da recht gut ausgesehen, meiner Meinung nach. Aber ansonsten echt klasse gemacht. Ihr seht auch, das Horn hat man nicht einfach komplett gelb gemalt, auch nicht diese einzelnen Hörner hier am Kopf, sondern man hat es orange gemacht und die Spitzen in gelb bemalt. Ist jetzt nicht Sturmpfeiltypisch, aber ich finde, es sieht echt klasse aus. Ne? Also schöner, bunter Drachen. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Zudem seht ihr hier sehr, sehr schön die ganzen Schuppen auf dem Kopf. Ebenfalls nochmal um die Nasenlöcher hier herum, ja, und die Unterseite vom Kopf, hier hat man einfach nur diese Querstreifen gemacht und auch den Hals hier ein bisschen abgesetzt. Aber das ist schon echt ein sehr, sehr schönes Modell. Kann mir einer erzählen, was er will, ich finde es toll. Und zudem, ihr seht es vielleicht an meinen Händen, auch eine richtig große Figur. Apropos groß. So, ich stelle sie mal so hin. Dann werden wir sie mal messen. So, was haben wir denn hier für eine Höhe? Das kann man natürlich nur ganz grob messen, da ja die Höhe variiert. Also ich würde mal sagen, so 15,5 cm an den Hörnern gemessen. Und die Länge ist wirklich fantastisch. Wir haben hier eine Länge von der Schwanzspitze gemessen bis vorne. Wobei die Schwanzspitze auch ein bisschen schräg ist. Na, locker 31,5 cm müsst ihr euch mal geben. Aber ich strecke jetzt mal spaßhalber die Schwanzspitze richtig aus und messe mal von hier hinten bis vorne. Okay, da komme ich locker auf 35,5 cm. Boah, Wahnsinn! Also riesiger Sturmpfeil hier. Absolut gigantomanisch. Ja, Kopf haben wir uns angeschaut. Hier im Innenraum hat man die Zunge und den Rachen ein bisschen ebenfalls in diesem Rostbraun bemalt. Man sieht auch die gespaltene Zunge. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, das Horn ist nicht nur einfach glatt, sondern ihr seht auch diese Streifen drin. Ne? Also das finde ich kommt schon echt gut. So, nochmal von dieser Seite hier. Also ihr seht es ja, ein bisschen grob, aber doch schön bemalt. Ich finde es eh kurios, so riesengroße PVC-Figuren. Toll. Ja, dann haben wir hier die Flügel mit dem typischen, ja, Kringelmuster. Auch die sind ganz grob hier reingearbeitet. Ihr seht es ja, ja, also nicht schön oval oder rund, sondern teilweise auch ein bisschen, ja, eckig.
eckige Kreise, um es mal so zu sagen. Dann die Flügelspitzen, ihr seht schon in diesem Rotbraun. Hier oben die Kralle auch noch. Ansonsten sieht man aber auch hier den Flugarm, den Schwungarm und die einzelnen Flügelrippen, die unterschiedlich hoch modelliert wurden. Also auch schön, bei den meisten ist es einfach nur komplett glatt mit diesem Kreismuster. Ja, dieser Flügel hier, wie schon gesagt, wurde absichtlich ein bisschen anders modelliert. Hier im Prinzip genau dasselbe Muster. Hier sieht man auch, dass die Flügel anmontiert wurden, ist ja klar. Die sitzen relativ fest, aber ich denke mal, wenn man zu sehr zieht, dann hat man den Flügel unter Umständen in der Hand. Und das wollen wir ja nicht. Die Unterseite der Flügel wurde gelb gesprüht und wir finden hier auch ein komplett anderes Muster als auf der Flügeloberseite. Ich hoffe, man kann es sehen. Also oben haben wir diese Kreise, diese Kringelchen und hier unten sind es eher so gewellte Streifen und an den Flügelspitzen sind nochmal diese Kreise zu finden. Aber schön, dass man sowohl oben als auch unten hier so einen Farbverlauf findet in dieses Rostbraun. Das ist klasse. Ja, hier auf dem anderen Flügel finde ich auch einen Stempel. Muss die Beine mal zurückklappen. Copyright 2012 DreamWorks Animation LLC, All Rights Reserved. IVS Group Limited. Die Webseite und Made in China. Und ich sage es nochmal zu dieser Figur, sie sind wirklich sehr, sehr schwer zu kriegen, sind auch relativ selten geworden. Wie schon gesagt, die gab es in den Live-Shows 2012 und war natürlich auch entsprechend schnell vergriffen. Da sehr begehrt, das könnt ihr euch ja denken. So, hier an der Flanke seht ihr auch schön Sturmfeils Schuppen. Die Unterseite der Bauch, wie schon gesagt, relativ einfach gerillt und hier zum Schwanz hin wird es wieder geschuppt. Also das ist sehr schön gemacht. Die Füße unten sind flach, aber ihr seht schon, die Krallen hat man auch in diesem rötlichen Braun bemalt. Man hat ebenfalls nicht die Stacheln hier hinten vergessen. Die Krallen an den Beinhinterseiten. Die Form der Beine finde ich absolut okay. Auch das ist sehr schön geworden. Hier hat man auch nochmal mit Gelb drüber gesprüht und in Verbindung mit dem Hellblau wirkt es natürlich grün. Also von dem her denke ich mal schon, dass man hier im Prinzip eigentlich nur für die Haut zwei Farben genommen hat. Einmal dieses ganz, ganz dunkle Blau, das helle Blau ist gegossen und hier hat man einfach ein paar Mal mit diesem Gelb drüber gesprüht, damit es so kräftig kommt und an den Flanken, an der Seite einfach nur ganz leicht einmal mit diesem Gelb drüber und es gibt eben diesen Grünton. Tata, hier nochmal eine ganz schnelle Korrektur meiner Aussage zu diesen Farben. Während der Videobearbeitung habe ich mir den Drachen nochmal genauer angeschaut und es wurde definitiv hier auch grün benutzt. Denn man sieht zum Beispiel hier auf diesem Bild an der Kehle auch einen grünen Sprühnebel. Also hier wurde definitiv gelb, grün, orange und dieses dunkelblau benutzt. Zudem dieses rotbraun und schwarz für die Pupillen. Und nicht vergessen dieses rostbraun an den Krallen. Denn das ist wieder ein ganz anderes Braun als bei den Flügelspitzen. Also wahnsinnig aufwendig bearbeitet diese Figur. Ein Knaller. Ja, also sehr, sehr schön. Wie schon gesagt, die ganze Beine ebenfalls voller Schuppen. Und fantastisch finde ich eben die Stacheln, die sich wirklich hier vom Nacken über den Rücken bis zur Schwanzspitze durchziehen. Also schaut euch das an. Und jede Stachel vor allem auch einzeln bemalt, in Orange und Gelb. Also das ist keinesfalls langweilig und richtig aufwendig, wenn ihr mich fragt. Also ich finde es echt Knaller, was für ein Aufwand hier an unserem Sturmpfeilchen vollzogen wurde. Und der sieht schon wirklich klasse aus. Also wie schon gesagt, meiner Meinung nach definitiv eine der schönsten Sturmpfeilfiguren, die ich bisher gesehen habe. Wie schon gesagt, ich warte ja immer noch auf Figuren aus Resin, wo man das dann richtig fein, richtig genau bemalt. Denn das ist halt wieder eine andere Nummer als dieses Plastik hier. Und wie schon gesagt, die Beine könnt ihr ganz nach vorne klappen und auch nach hinten. Ich klappe die mal ziemlich nach vorne und setze mal hin. So, jetzt genau. Hier sitzt sie, unsere Sturmpfeil. Kannst du noch ein bisschen weiter runter machen. So, das ist doch klasse, oder? Sitzt da und wartet auf ihren Tee. Cool. Klasse.
Also, Sturmpfeilchen, hier die Version von Live Spectacular. Klasse. So, jetzt stellen wir sie nochmal richtig hin. Also das Schöne ist halt durch die Bewegung der Beine, so kann sie richtig schön drohen. Ja, so hat sie eine richtig schöne Drohhaltung, ne, wenn man sie hier so nach vorne kippen lässt. Und wenn ich sie dann ein bisschen aufrechter hinstelle, dann bekommt man hier wieder ein ganz anderes Bild. So, und jetzt drehe ich sie nochmal hier auf unserer Platte, dann seht ihr die auch nochmal in voller Größe, in ihrer prallen Schönheit, ohne meine Finger. So, das sieht doch klasse aus, oder? Und wisst ihr was? Ich bin ja wahnsinnig. Ich zähle jetzt mal ihre Stacheln. Vom Hals ab bis zur Schwanzspitze, weil es mich einfach interessiert. Puh, wie mache ich das am besten, dass ich nicht rauskomme? Am besten, ich fange hier am Schwanz an. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Also ich zähle hier 75 Stacheln vom Nacken bis zur Schwanzspitze. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt ein bisschen verzählt habe, glaub's aber eigentlich nicht, und das ist doch wirklich enorm, oder? Überlegt euch mal, 75 Stacheln hier jeweils in Orange und Gelb bemalt. Also ich finde das schon der Burner, echt. Hammer, Hammer, Hammer. So, und jetzt stellen wir doch mal zu unserer Sturmpfeil einfach mal Kronkelchen daneben. So. Dann seht ihr auch gleich mal, wie schön die nebeneinander aussehen. So, jetzt haben wir hier beide im Bild. Also, wie schon gesagt, das sind alles schöne, kräftige, toll ausgewählte Farben. Und ich finde, die passen schon richtig klasse zusammen. Und jetzt wartet mal, bis wir noch ohne Zahn und Hakenzahn ausgepackt haben. Also, das sind schon richtig schön bunt gestaltete Drachen von How to Train Your Dragon Live Spectacular. Und für jeden Sammler, wie ich zumindest finde, absolut lohnenswert. Leider halt mittlerweile sehr, sehr schwer zu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht gibt's ja mal irgendwann eine Neuauflage. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Leute, also, das war's schon wieder für dieses Video. Das war mein Unboxing zu DreamWorks How to Train Your Dragon Live Spectacular, dem Deadly Natter Plastic Toy. Ein tödlicher Natter hier in Form von unser aller Sturmpfeil. Alles klar, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und natürlich auch Fleischklöpschen. Denn jetzt sind die beiden Damen nicht mehr alleine und können sich gegenseitig die neuesten Erlebnisse erzählen. Natürlich auf Drachisch. Das versteht sich ja von selbst. Also, mit diesem tollen Bild sage ich ciao, tschüss, bis zum nächsten Video. Ich freue mich. Bis dahin, euer Rupi. Hey, hey, hey.